Wir kommen nun zu Tagesordnungspunkt 2, Regierungserklärung des Hessischen Ministers des Innern und für Sport betreffend erfolgreiche Polizeiarbeit Hessen Leben sicher. Vereinbarte Redezeit 20 Minuten je Fraktion. Die Reihenfolge Landesregierung SPD, Grüne, Linke, FDP, CDU, Frau Öztürk. Herr Minister, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Gewährleistung der Sicherheit ist für den Zusammenhalt einer Gesellschaft von großer Bedeutung. Das Grundbedürfnis nach Sicherheit zu erfüllen, ist daher auch die vorrangigste Aufgabe, die der Staat zu leisten hat. Sie wirkt dem Erstarken der gesellschaftlichen Ränder entgegen. Das Erstarken der Ränder ist das, was uns als Demokraten alle besorgt. Die Strategie der Hessischen Landesregierung gegen ein solches Erstarken ist klar: Verlässlichkeit, Konsequenz und Kontinuität. Wir erfüllen dieses Grundbedürfnis der hessischen Bürgerinnen und Bürger. Die Hessen leben sicher, die Hessen fühlen sich sicher. Ich bedanke mich auch im Namen der Hessischen Landesregierung bei der Hessischen Polizei, den vielen tüchtigen Kolleginnen und Kollegen für ihre erneut erfolgreiche Arbeit. Herr Mohrherr und Herr Wittig vom Hauptpersonalrat der Hessischen Polizei, richten Sie bitte unseren Dank, unsere Anerkennung und unsere Wertschätzung für die erfolgreichen Kolleginnen und Kollegen an die Kollegen aus. Und Sie sind es auch, die sich bei Ihrer Arbeit auf den Rückhalt der Bürger sowie auf die Hessische Landesregierung und die sie tragende Koalition verlassen können. In den nächsten 3 Jahren werden mehr als 1.000 zusätzliche Polizeibeamte für mehr Sicherheit in Hessen sorgen. Sie werden die Dienststellen spürbar entlasten, und das flächendeckend. Gestern hat hierzu der stärkste Polizeianwärterjahrgang begonnen, den es jemals in der hessischen Polizei gegeben hat. Die hessische Polizei ist dabei ganz offensichtlich sogar so attraktiv, dass fast 30% der Bewerber aus anderen Bundesländern begonnen haben, obwohl überall eingestellt wird. Für die Kernaufgaben der Polizei, um eine Debatte von vorhin kurz aufzunehmen, für die Kernaufgaben der Polizei benötigen wir auch keine Pensionäre, wie Ihnen Glauben gemacht werden soll. Pensionierte Polizeivollzugsbeamte werden nicht in Polizeidienststellen eingesetzt. Wir nutzen aber ihre Verwaltungskompetenz, um das Rückführungsmanagement zu optimieren und die Ausländerbehörden zu unterstützen. Das ist, glaube ich, im Sinne des gesamten Landes eine kluge Aufgabenwahrnehmung. Ausstattung und Ausrüstung der Polizei wird fortlaufend modernisiert und auf neuestem Stand gehalten. Und mit unserer erfolgreichen politischen Initiative zum Schutz von Polizei und Einsatzkräften, die nun endlich auf Bundesebene jetzt umgesetzt wird, haben wir ein wichtiges Zeichen für den Rückhalt der Polizei und der Einsatzkräfte gesetzt. Dieses Grundbedürfnis nach Sicherheit beschäftigt uns wie kein anderes Thema momentan, politisch, medial oder im Dialog mit den Bürgern. Das Sicherheitsempfinden der Bevölkerung wird dabei auf eine harte Probe gestellt. Aber trotz der erkennbar großen Herausforderungen hat der Hessische Rundfunk im Januar in einer Umfrage ermittelt, dass sich rund 4 von 5 Bürgern in unserem Land sicher fühlen. Im Januar 2016 lag der Wert noch um 7% niedriger. Das ist, meine Damen und Herren, ein großer Vertrauensbeweis für und zeugt von einem großen Zutrauen in die Sicherheitsbehörden und insbesondere in die Arbeit der Polizei. Ich sage Ihnen, dieses Vertrauen besteht zu Recht. Die Zahlen der polizeilichen Kriminalstatistik rechtfertigen nämlich dieses Vertrauen. Die hessische Polizei arbeitet verlässlich für die Sicherheit der Bürger. Noch nie wurden so viele Straftaten aufgeklärt wie im letzten Jahr. 62,7% ist die Höchstmarke seit Einführung der polizeilichen Kriminalstatistik im Jahr 1971, also vor über 45 Jahren, meine Damen und Herren. Die Wahrscheinlichkeit, auf der Straße Opfer einer Straftat zu werden, war nie geringer. Die Straßenkriminalität wurde in den letzten 20 Jahren mehr als halbiert. Wir haben einen signifikanten Rückgang beim Wohnungseinbruchdiebstahl von mehr als 10 Prozentpunkten. Die vollendeten Wohnungseinbruchdiebstähle haben sich in 20 Jahren ebenfalls halbiert.
Meine Damen und Herren, die Hessen leben sicher, und die Hessen fühlen sich sicher. Die Sicherheitsbehörden arbeiten hart und konsequent für diese Erfolge. Kriminalität im öffentlichen Raum, wie z.B. am Frankfurter Hauptbahnhof, bekämpfen wir beharrlich. Wir haben durch gezielte operative Maßnahmen, kontinuierliche Brennpunktkontrollen und offene Polizeipräsenz den Fahndungsdruck in der Drogen- und Straßenkriminalität dort massiv erhöht. Fast 10.000 Einsatzstunden waren seit Wochen eingesetzt, um mit knapp 20.000 Personenkontrollen Straftäter zu fassen und Kriminalität zu unterbinden. Dies lässt sich auch in der erhöhten BTMG-Betäubungsmittelfallzahlen in der landesweiten Statistik ablesen. Durch gezielte Razzien gehen wir konsequent gegen Islamisten vor. Am 1. Februar ist den Sicherheitsbehörden ein harter Schlag gegen den islamistischen Extremismus gelungen. Mit einer groß angelegten Maßnahme mit mehr als 1.100 Beamten hat die hessische Polizei ein weit verzweigtes salafistisches Netzwerk zerschlagen. Wir haben ein bundesweites Vereinsverbot für die wahre Religion, das sind die Koranverteilaktionen, angeregt und durchgesetzt. Ein weiteres hessisches Verbotsverfahren bei der Medina-Moschee in Kassel läuft bereits. Die hessischen Sicherheitsbehörden werden auch weiterhin jenen, die uns und unsere Art zu leben und unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung bedrohen, mit aller Härte des Rechtsstaates begegnen. Durch frühzeitiges Eingreifen der hessischen Polizei treten wir Gewalttätern, wie beispielsweise Dortmunder Hooligans, vor einigen Tagen konsequent entgegen. Im Rahmen einer gezielten Fahrzeugkontrolle wurde eine Gruppe sogenannter Fans aufgebracht, die konspirativ und strukturiert mit dem Ziel, Straftaten zu begehen, auf dem Weg zu einem Fußballspiel nach Darmstadt unterwegs waren. Das hat die hessische Polizei unterbunden und vor allen Dingen weitere Konsequenzen für die Täter entsprechend ermöglicht. Die Gewährleistung des Grundbedürfnisses Sicherheit hat seit nunmehr 18 Jahren höchste Priorität. Ich bin froh über die Rahmenbedingungen rechtlicher, personeller und sachlicher Art, die wir seit 1999 geschaffen haben und von denen die hessischen Sicherheitsbehörden auch heute ganz unmittelbar profitieren. Auch wenn es für den einen oder anderen mittlerweile selbstverständlich erscheinen mag, dass Hessen eines der sichersten Länder der Bundesrepublik ist, lassen Sie mich die Entwicklung noch einmal verdeutlichen. Wenn wir heute statistisch messen, dass 62,7% aller bekannt gewordenen Straftaten aufgeklärt werden, reden wir von einer Aufklärungsquote, die um mehr als 18 Prozentpunkte höher liegt als 1997, meine Damen und Herren. Während es vor 20 Jahren überwiegend wahrscheinlich war, dass ein Straftäter nicht erwischt wird, weil die Aufklärungsquote weit unter 50% gelegen hat, ist es bei fast 63% nunmehr eben überwiegend wahrscheinlich, dass eine Straftat aufgeklärt wird. Das ist ein wichtiges Signal, das wir an die Bürgerinnen und Bürger aussenden. Das gute Ergebnis trägt zum Vertrauen in unsere Sicherheitsbehörden zu Recht bei. Der damalige Innenminister Volker Bouffier machte in einer seiner ersten Regierungserklärungen vor fast genau 16 Jahren deutlich, auf welchen Säulen die seinerzeit neue Sicherheitsarchitektur des Landes gestützt werde. Auf einer effektiven Bekämpfung von Straftaten durch das Erweitern von Befugnissen und rechtlichen Instrumentarien der Polizei, auf einer verbesserten Ausstattung und Organisation der Sicherheitsbehörden und auf einer stärkeren Gewichtung der Prävention unter Einbeziehung des kommunalen und ehrenamtlichen Engagements. Daran, meine Damen und Herren, hat sich bis heute nichts geändert. Es wird in Hessen verlässlich, konsequent, kontinuierlich und erfolgreich daran weiter gearbeitet. Die Hessen leisten einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit in Deutschland. Der Erfolg der deutschen Sicherheitsbehörden liegt nämlich gerade an seiner föderalen Struktur. Zentralistische Strukturen wie in Frankreich oder der Türkei versprechen, wie wir leidvoll sehen konnten, keinen Sicherheitsgewinn. Zwar muss die Zusammenarbeit zwischen den Landes- und Bundessicherheitsbehörden verbessert und gestärkt werden. Darüber sind sich die Sicherheitspolitiker und Verantwortlichen und Bund und Ländern bewusst. Die föderale Struktur ist aber seit 70 Jahren Garant dafür, dass Deutschland zu einem der sichersten Länder in Europa und der Welt gehört. Das soll auch in Zukunft so bleiben. Und Hessen wird weiterhin einen hervorragenden Anteil an dieser Sicherheit leisten, meine Damen und Herren.
Wir reden davon, dass in den vergangenen Jahren kontinuierlich die rechtlichen Möglichkeiten für die Arbeit der hessischen Polizei verbessert wurden. Videoüberwachung und die verdachtsunabhängigen Kontrollen stehen beispielhaft für viele Anpassungen, die den Erfolg der Polizei unterstützt haben. Die Tatsache, dass wohl jeder hier ganz aktuell mit diesen Schlagworten etwas verbinden kann, zeigt, wie richtig und aktuell die damaligen Entscheidungen auch heute noch sind. Gleiches gilt für die Ausstattung, die Ausrüstung und die Organisation der Polizei. Die hessische Polizei ist technisch und personell auf einem hervorragenden Stand, der bundesweit einen Spitzenplatz einnimmt. So kann sie nicht nur auf die neueste Technik zurückgreifen, sie verfügt auch über mehr und besser ausgebildetes Personal als jemals zuvor. Lassen Sie mich das Thema Prävention ein wenig ausführlicher behandeln, weil hier ebenfalls ein Schlüssel zur erfolgreichen Polizeiarbeit liegt. Eine Straftat, die erst gar nicht geschieht, muss nicht in polizeilicher oder kriminalistischer Arbeit aufgeklärt werden und hat vor allem keine Opfer, meine Damen und Herren. Die Anzahl der Projekte und Initiativen sind unzählig. Vom wachsamen Nachbar über das Netzwerk gegen Gewalt bis hin zu unserer Extremismusprävention sind alle wesentlichen Kriminalitätsphänomene durch unsere Präventionsarbeit abgedeckt. So hat die Landesregierung, was bundesweit wohl einmalig sein dürfte, auch in diesem Jahr rund 4 Millionen € allein für Programme zur Prävention und Intervention im Bereich Rechtsextremismus und Islamismus bereitgestellt. Unser hessisches Kompetenzzentrum gegen Extremismus hat als erstes Bundesland eine umfassende Strategie zur Radikalisierungsprävention und Deradikalisierung eingeführt. Das Präventionsnetzwerk gegen Salafismus wurde ausgezeichnet und von der Innenministerkonferenz als Blaupause für andere Bundesländer übernommen. Doch Prävention, meine Damen und Herren, ist auch eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Wir alle, und damit meine ich auch die Moscheegemeinden, Sportvereine, Kommunen, Arbeitgeber sind aufgefordert, Scharfmacher auszugrenzen, gegen Hass und Extremismus zu argumentieren und vor allem keine Gewalt zu dulden, meine Damen und Herren. Bei der Bekämpfung des Rechtsextremismus haben wir sehr früh z.B. das Erfordernis der Beratung und konkreten Arbeit in den Kommunen erkannt. Bei der Aufnahme von Flüchtlingen in den Städten und Gemeinden galt es, frühzeitig zu informieren und sensibilisieren, um den kommunalen Funktionsträgern praktische Hilfe gegen rechte Hetze an die Hand zu geben. Das haben wir mit dem Beratungsnetzwerk Hessen in den Kommunen also direkt vor Ort unterstützt, umgesetzt und professionelle Beratung geleistet. Gemeinsam mit auch unseren unmittelbaren Gefährderansprachen im Bereich des Rechtsextremismus haben wir auch den Delinquenten deutlich gemacht, dass wir konsequent gegen Extremismus vorgehen und keine Hetze und Gewalt gegen Flüchtlinge dulden werden, meine Damen und Herren. Wir konnten zunächst überwiegend in unseren zentralen Erstaufnahmeeinrichtungen die Flüchtlinge selbst, aber auch Betreiber, Dienstleister und Helfer beraten und in Sicherheitsfragen unterweisen. Flüchtlinge davor zu bewahren, von islamistischen Radikalen angesprochen oder angeworben zu werden, war ebenso wichtig, wie auf die Gefahren des Rechtsextremismus aufmerksam zu machen. In Zusammenarbeit zwischen Polizei vor Ort, Kommunen und Flüchtlingshelfern müssen wir nunmehr Flüchtlinge dezentral vor entsprechender Ansprache schützen oder extremistische Tendenzen erkennen und ihnen sofort begegnen. Zu einem erfolgreichen Kampf gegen das Phänomen des Wohnungseinbruchdiebstahls gehört die Prävention genauso dazu. Die erneut gestiegene Versuchsquote auf knapp unter 50% ist ein Hinweis darauf, dass unsere dezentralen Initiativen zur Beratung der Bürger gefruchtet haben. Die finanzielle Förderung der Sicherungsmaßnahmen der Bürger über die KfW, die durch die Koalition in Berlin jetzt auch erweitert werden soll, wird unsere Bemühungen hier weiter unterstützen. Je länger, meine Damen und Herren, ein potenzieller Einbrecher benötigt, um sich zu einer Wohnung Zugang zu verschaffen, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass er von seinem Vorhaben ablässt. Gute Präventionsarbeit leistet hier einen wichtigen Beitrag zur Vermeidung von Straftaten in einem für Opfer dramatisch oder sogar traumatisch belastenden Bereich. Wir lassen in unseren Anstrengungen, auch neue Ideen umzusetzen, nicht nach. Wie wir zuletzt auch mit dem hessischen Verkaufsschlager der Bodycam gezeigt haben. Wir setzen auf eine kontinuierliche Weiterentwicklung unserer sicherheitspolitischen Werkzeuge.
Beim Wohnungseinbruchdiebstahl haben wir z.B. durch den Beitritt zur Länderkooperation den reisenden Tätern den Kampf angesagt. Außerdem setzen wir auf Innovation. Die etwas sperrige Abkürzung KLB Operativ steht mittlerweile für eine hessische Innovation, und zwar Made by Polizei. In der nächsten dunklen Jahreszeit wird unsere Prognosesoftware flächendeckend eingesetzt und als eine von einem ganzen Maßnahmenbündel dazu beitragen, Einbrechern das Handwerk zu legen. Auch hier ruhen wir uns nicht aus. Mittels einer ebenfalls vom hessischen LKA entwickelten Wohnungseinbruchdiebstahl-Web-App sind die umfassenden Analysen sehr einfach, schnell und auf jeden polizeilichen Standardarbeitsplatz und auf die mobilen Endgeräte, verfügbar zu machen. Die hessische Polizei, meine Damen und Herren, ist innovativ und neuen Techniken aufgeschlossen, um noch erfolgreicher die Sicherheit zu gewährleisten. Lassen Sie mich aus dem vergangenen Jahr noch unser BASA-Konzept herausgreifen. Wir widmen uns dabei der beschleunigten Rückführung besonders auf- und straffälliger Ausländer. Wir haben früh, vor den öffentlich beklagten Vorgängen um den Attentäter Amri, erkannt, dass wir eine bessere Verzahnung der beteiligten Behörden bei besonders straffälligen Ausländern brauchen. Polizei, Staatsanwaltschaft sowie Ausländerbehörden arbeiten bei diesen Intensivtätern Hand in Hand, um möglichst keine Reibungsverluste entstehen zu lassen. Daher haben wir nach einer Pilotphase im Jahr 2016 nunmehr ein eigenes Referat im Landespolizeipräsidium eingerichtet, welches sich um die Rückführung ausländischer Intensiv- und Mehrfachstraftäter kümmert. Meine Damen und Herren, wir wollen die Akzeptanz für die Aufnahme von Flüchtlingen und Verfolgten in der Bevölkerung erhalten. Dafür ist es erforderlich, dass wir diejenigen wieder zurückführen, die hier kein Bleiberecht haben. Aber vor allem, meine Damen und Herren, müssen wir diejenigen zurückführen, die sich in Deutschland nachhaltig nicht an die Regeln des Zusammenlebens halten. Dafür haben die Menschen zu Recht in unserem Land kein Verständnis. Ein weiterer neuer Schritt bei unserem stetigen Streben nach Verbesserung betrifft den virtuellen Raum. Die Vorbereitung und Durchführung vieler Straftaten haben sich schließlich teilweise in den virtuellen Raum verlagert. Um aus dem Cyberraum keinen rechtsfreien Raum werden zu lassen, sind immense Anstrengungen erforderlich. Wir erkennen aber hier auch eine neue Qualität. Vom Internet und Darknet als Tatort und Tatmittel für die verschlüsselte Kommunikation zur Tatvorbereitung bis hin zur Abwehr von Infiltrationsversuchen und Cyberangriffen reicht die Bandbreite der Herausforderungen. Wir wissen heute, dass sich z.B. der islamistische Terrorismus der hybriden Kriegsführung bedient. Unternehmen sind neben Wirtschaftsspionage auch ganz handfester Erpressungs- oder Betrugskriminalität ausgesetzt, deren Schäden in Milliardenhöhe gehen. Angriffswerkzeuge und Techniken aus dem Internet werden von Kriminellen gegen staatliche Institutionen, gegen Unternehmen und Bürger eingesetzt. Hierauf müssen wir unsere Sicherheitsstrukturen einstellen. Unser neues Hessen-Kompetenzcenter für Cybersecurity wird daher aus drei Bausteinen bestehen, dem Security Operations Center, Big Data Techniken und einer Plattform für Begleitforschung. Die Kompetenzstelle wird die strukturellen und personellen technischen Fähigkeiten vom Internetmonitoring bis hin zur Big-Data-Verarbeitung unter Einbindung der bisherigen Ermittlungs- und Auswertekompetenzen der bisherigen Strukturen bündeln und weiter ausbauen. Beratung und operative Unterstützung der zuständigen Sicherheitsbehörden, z.B. durch zentral gebündelte Spezialkenntnisse und Fähigkeiten, z.B. im Bereich der Kryptographie bzw. der Entschlüsselung von Kommunikation, Monitoring und Auswertung von Interneterkenntnissen oder sozialen Medien, spezielle Sprachkompetenzen sind Ziele dieser gezielten Ressourcensteuerung im Cybersicherheitsbereich. Mit dem Ausbau der Komponente Big Data sollen über die Auswertefähigkeit der Sicherheitsbehörden hinaus erreicht werden, dass wir neue Angriffsvektoren im Netz durch Analyse öffentlich zugänglicher Quellen aufgedeckt, abgewehrt und verfolgt werden können. Ein Mehrwert ist zudem durch die Fähigkeit zur Erkennung von Mustern in unstrukturierten Daten für die Bekämpfung in Bereichen wie Terrorismus,
der organisierten Kriminalität oder der Spionage zu erwarten. Die Begleitforschung wird die Vernetzung des Hessen 3C mit den einschlägigen Forschungseinrichtungen, die wir ja insbesondere in Darmstadt finden, gewährleisten. Daneben soll der kontinuierliche Austausch mit der IT-Sicherheitswirtschaft und Unternehmen mit kritischer Infrastruktur weiter fortgeführt werden. Meine Damen und Herren, die hessischen Sicherheitsbehörden nehmen sich der Herausforderungen an und entwickeln sie stetig weiter. Mit diesem Rück- und Ausblick will ich deutlich machen, welche beharrlichen Anstrengungen wir unternehmen, um die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger hier in Hessen nicht nur auf hohem Niveau weiter zu gewährleisten, sondern stetig zu verbessern. Wir tun dies nicht nur, wenn ein Thema gerade in der Öffentlichkeit steht. Es gilt, Handlungsbedarf frühzeitig zu erkennen und unverzüglich danach zu handeln, um eine größtmögliche Effektivität bei der Bekämpfung und Verhinderung von Straftaten zu erreichen. Tüchtigen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten und Mitarbeitern der Sicherheitsbehörden verdanken wir eine erfolgreiche Umsetzung. Ich knüpfe damit wieder an den Beginn meiner Ausführungen an. Das Grundbedürfnis nach Sicherheit zu erfüllen, ist ein wesentlicher Bestandteil für den Zusammenhalt einer Gesellschaft und das Verhindern des Abdriftens in die gesellschaftlichen Ränder. Die Bürgerinnen und Bürger in Hessen können sicher sein, dass wir nicht nachlassen in unserem Streben, die größtmögliche Sicherheit zu gewährleisten und damit ganz unmittelbar zum Zusammenhalt der Gesellschaft beizutragen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Wir beginnen mit der Aussprache. Das Wort hat Frau Abg. Faeser für die Fraktion der SPD. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Auch wir begrüßen, dass es eine so hohe Aufklärungsquote gibt. Das ist aber allein der Verdienst der hessischen Polizeibeamtinnen und Beamten, bei denen wir uns ganz herzlich dafür bedanken wollen. Das, meine Damen und Herren, ist aber keine Selbstverständlichkeit, weil sich die Arbeitsbedingungen, lieber Herr Bellino, der Polizeibeamtinnen und Beamten in den vergangenen Jahren kontinuierlich verschlechtert haben. Umso größer ist unsere Wertschätzung für die hessische Polizei, dass sie solch ein Ergebnis hervorgebracht hat. Auf Ihre Wertschätzung und das, was ich gerade hinter mir höre von der Regierungsbank, komme ich später zurück, Herr Ministerpräsident, und werde Ihnen etwas dazu sagen, was die Wertschätzung bzw. das Fehlen der Wertschätzung innerhalb der Polizei bedeutet. Die Kriminalitätsstatistik, zu der der Innenminister heute so gut wie nichts gesagt hat, finde ich auch erstaunlich, enthält Licht und Schatten. Die Gesamtfallzahl hat sich leicht erhöht. Positiv ist sicher anzumerken, dass im Vergleich zum Vorjahr ein Rückgang der Fallzahlen beim Wohnungseinbruch, Diebstahl um 1.190 Fälle zu verzeichnen ist, weil, das hat der Innenminister gesagt, gerade die Wohnungseinbrüche ein wirklich großes Problem bei den Opfern hinterlassen, weil es in ihre private Atmosphäre eingreift und sie sich sehr unsicher fühlen. Was der Innenminister aber nicht erwähnt hat, ist die geringe Aufklärungsquote bei den Wohnungseinbrüchen von nur 20%. Auch das sind Zahlen der hessischen Kriminalitätsstatistik, die aber in der Rede des hessischen Innenministers nicht vorgekommen sind, meine Damen und Herren. Aber der Innenminister hat den Zusammenhang zwischen der Aufklärungsquote und dem Personaleinsatz heute nur an einer Stelle dargestellt. Er hat davon gesprochen, dass der Fahndungsdruck in der Drogenkriminalität massiv erhöht wurde, insbesondere an gefährdeten Plätzen wie z.B. dem Frankfurter Hauptbahnhof mit rund 10.000 Einsatzkräften. Seit Wochen sei er dort unterwegs, um die Drogenkriminalität zu unterbinden. Das ist sicher eine gute Maßnahme, Herr Bellino, das ist sicher unstreitig, mal abgesehen davon, dass die Kräfte an anderer Stelle fehlen. Aber ich sage Ihnen einmal, dass es natürlich für die Statistik auch Auswirkungen hat,
weil es sich um sogenannte Kontrolldelikte handelt, die bei dem Auffinden von Drogen bei den Tätern sofort den Täter mitliefert. Und deshalb ist die Aufklärungsquote bei Rauschgiftdelikten auch bei ca. 94%. Und deswegen, ich erwähne das nur, Herr Kollege Boddenberg, weil das etwas über die Aussagekraft von Kriminalitätsstatistik sagt. Das ist doch Ihr Innenminister, der sich dafür lobt, so eine tolle Aufklärungsquote zu haben. Dann muss man auch einmal in die Zahlen genau reingucken, Herr Kollege Boddenberg, was es eigentlich heißt. Und ich nenne Ihnen einmal ein paar der Zahlen, wie denn am Ende die 62,7% herauskommen. Sie haben bei Diebstahl aus Kraftfahrzeugen eine Aufklärungsquote von 16,6%, bei Diebstahl von Fahrrädern eine Aufklärungsquote von 19,6%, bei Diebstahl insgesamt 30%, Tageswohnungseinbruch 23,2%, Handtaschenraub 25,5%. So, jetzt kommen aber die anderen Delikte, die Kontrolldelikte. Abrechnungsbetrug 96,5%, Urkundenfälschung 87,5%, Widerstand gegen die Staatsgewalt, wo Sie natürlich auch gleich den Täter haben, 98,8%, Aufenthaltsgesetz, ein sehr klassisches Kontrolldelikt, 99,9%, Rauschgiftdelikte, ich habe es schon gesagt, rund 94%. Lieber Herr Bellino, Beförderungserschleichung 98,8%. So setzen sich diese 62,7% zusammen. Und es wäre gut, wenn der Innenminister das auch einmal hier heute sagen würde. Aber der Innenminister ist heute sehr allgemein geblieben, Herr Kollege Bauer. Dabei gibt es einige Fälle, die sehr stark angestiegen sind, Kriminalitätsfälle, wo ich finde, wo man noch einmal einen Blick drauf werfen sollte. Die Waffenkriminalität ist beispielsweise um 17,8% gestiegen. Das finde ich schon sehr beachtlich. Und ich hätte schon gern gehört vom Innenminister, was er gedenkt, dagegen zu tun. Die Körperverletzungsdelikte sind um 6,3% gestiegen. Und ich glaube, auch um dieses Delikt sollten wir uns insbesondere sehr intensiv kümmern. Die Internetkriminalität ist ebenfalls sehr stark gestiegen. Der Innenminister hat sehr viel heute zur Cyberkriminalität gesagt. Ich will das einmal aufgreifen, weil Sie nämlich leider nicht gesagt haben, wie man dieser Steigerung entgegentritt und auch nichts heute dazu gesagt haben, welche Volksverhetzungsdelikte dort mit dranhängen und welchen schlimmen Umgangston wir im Internet mittlerweile haben, den wir alle Demokraten entschieden entgegentreten sollen, meine Damen und Herren. Aber ich will das einmal aufführen, was der Innenminister über seine Cyberkriminalität gesagt hat. Das haben wir ja beim letzten Haushaltsberatung vorliegen gehabt, dass ein neues Kompetenzzentrum, ein sogenanntes 3C-Kompetenzcenter, Hessen-Kompetenzcenter für Cybersecurity, ich meine, da könnte man sich auch für eine Sprache mal entscheiden, aber das nur am Rande, geschaffen wurde, obwohl zuvor, Herr Kollege Bellino, bereits Initiativen in den Flächenpräsidien geschaffen wurden, es eine Stärkung beim Hessischen Landeskriminalamt gegeben hat, mit einer Anlaufstelle, mit einer großen Abteilung, die sehr wertvolle Arbeit leistet. Ich glaube, da wollen Sie mir auch gar nicht widersprechen, Herr Bellino. Und jetzt ein neues Kompetenzzentrum zu schaffen, erschließt sich uns nicht. Erstaunlich finden wir nur, dass für dieses neue Kompetenzzentrum 8 neue Stellen im höheren Dienst geschaffen wurden. Das ist etwas sehr Seltsames, Herr Innenminister. Das haben Sie nämlich nicht mit erwähnt. Und das ist ehrlich gesagt etwas, was wir auch beobachten können im Landespolizeipräsidium, wo dieses Rückführungsmanagement jetzt mit einer eigenen Abteilung auch mit 8 neuen Stellen geschaffen wurde im höheren Dienst. Meine Damen und Herren, hier werden immer mehr Häuptlinge geschaffen, aber die Indianer werden weniger. Und von einer Verteilung in der Fläche kann man hier gar nicht reden, meine Damen und Herren. Aber Sie haben ja beim Rückführungsmanagement, Sie haben es gerade schon selbst erwähnt, dafür bin ich Ihnen außerordentlich dankbar, Herr Innenminister, dass Sie die heutige Schlagzeile in der Frankfurter Rundschau, Pensionäre sollten der Polizei helfen, nun selber angesprochen haben.
Und Sie haben gesagt, das seien ja nur Verwaltungsaufgaben, die da jetzt zu erledigen seien. Ja, Herr Innenminister, Sie sagen doch immer, wir hätten genügend Personal. Warum kann denn das vorhandene Personal das nicht erledigen? Also entweder wir haben genügend Personal oder nicht. Wir sagen, wir haben nicht genügend Personal und sagen das schon seit Jahren. Dann bräuchte man auch die pensionierten Beamten nicht anzuschreiben. Wir sind sehr erstaunt, dass der Innenminister heute nicht die gestiegenen Straftaten gegen die Polizeibediensteten angesprochen hat. Es sind nicht nur gegen Polizeibedienstete, sondern auch gegen Rettungskräfte. Wir haben eine Steigerung von 12,9%. Das ist wirklich eine alarmierende Zahl, dem wir wirklich entschieden entgegentreten sollten, alle miteinander. Ich glaube, dass es das wert ist, dass wir heute etwas dazu sagen, wenn die Polizei und die Rettungskräfte wertvolle Arbeit für die Bürgerinnen und Bürger leisten und aber von eben diesen selben auch angegriffen werden. Ich glaube, dass wir hier, und dazu haben Sie auch bei der Präventionsarbeit nichts gesagt, eine Präventionsarbeit von Anfang an brauchen. Wir brauchen schon eine Präventionsarbeit im Sozialbereich, im Schulbereich, die Kindern und Jugendlichen auch Respekt vor Rettungskräften und Polizeibeamtinnen und Beamten beibringt. Davon kein Ton heute. Ich will die Initiative, die der Innenminister ja sonst immer gefordert hat, dann hier einmal aufgreifen, weil ich hatte eigentlich erwartet, dass Sie heute etwas zur Strafverschärfung bei den Delikten gegen Amtsträger sagen. Der Bundesjustizminister hat das vor kurzem eingebracht mit einer Mindeststrafe von 6 Monaten. Ich glaube, das war etwas, was Hessen auch gerne wollte. Insofern wäre es schön gewesen, das heute auch mit zu erwähnen. Herr Innenminister, ein Punkt, das ist jetzt ein wirklich sehr gut gemeinter Rat. Sie haben etwas zum Salafismus gesagt und zu der groß angelegten Razzia. Auch wir haben gesagt, auch öffentlich, dass es gut und richtig ist, sehr frühzeitig gegen Salafisten vorzugehen, auch mit einer groß angelegten Razzia. Aber jetzt, hier heute, Herr Innenminister, zum ersten Mal von einer Zerschlagung eines salafistischen Netzwerkes zu reden, worüber Sie in keiner Innenausschusssitzung je geredet haben, das finde ich schon erstaunlich. Sie sollten vorsichtig sein, bei solchen Fällen hier nicht die aufzubauschen. Man kann Ihnen nur wünschen, dass in diesem Bereich nichts passiert und Sie in diesem Bereich Lügen gestraft werden. Wir hätten uns auch gewünscht, Herr Innenminister, dass Sie etwas zum Anstieg der rechtsextremen Taten um, höre und staune, 18,9% sagen. Das ist ein sehr entsetzlicher Befund. Und ich meine, dass wir hier doch dringend Handlungsbedarf haben. Sie haben die Präventionsprojekte im Rechtsextremismus gelobt. Es ist sehr viel Projektarbeit, ja, Herr Innenminister. Wir fordern seit Jahren, dass Sie diese Projektarbeit verstetigen, dass dort langfristige Projekte daraus werden, die auch eine verlässliche Finanzierungsstruktur haben. Und auch hier gilt das, was der Kollege Merz vorhin in der Fragestunde gefragt hat. Auch hier muss eine Präventionsarbeit sehr früh ansetzen. Und da wäre eine flächendeckende Schulsozialarbeit wirklich sehr förderlich. Aber wir haben ja leider vorhin hören müssen, dass die Landesregierung nicht plant, dies flächendeckend auszubreiten. Das wäre aber vonnöten. Wir fordern Sie dazu auf, das zu tun. Jetzt kommen wir einmal zum Thema Wertschätzung. Ein Lob aufgrund der guten Statistik, Herr Innenminister, ersetzt keine echte Wertschätzung. Ich will Ihnen einmal sagen, was die GdP zu Ihren Veröffentlichungen der Kriminalitätsstatistik gesagt hat. Am 16. Februar hat die GdP das wie folgt kommentiert. Trotz guter Kriminalitätsstatistik brodelt es bei der Polizei. Und ich zitiere. Die guten Werte der PKS und die hohe Aufklärungsquote sind der Beweis, dass die Polizistinnen und Polizisten ungeachtet der geringen Wertschätzung durch die Landesregierung alles tun, damit die Bürgerinnen und Bürger in Hessen sicher leben können. Die hessischen Polizistinnen und Polizisten warten seit Monaten auf ein Zeichen der Wertschätzung. Man hat sie nun im dritten Jahr in Folge von der allgemeinen Einkommensentwicklung abgekoppelt. Trotz zunehmender Gewalt und Respektlosigkeit und mit einem besorgniserregend hohem Krankenstand verringert das Land den Arbeitgeberanteil zur Krankenversicherung um 32 Millionen €. Die Polizistinnen und Polizisten fühlen sich ausgegrenzt und verhöhnt.
Sie wollen die schönen Sonntagsreden nicht mehr hören, wenn diesen nicht endlich Taten folgen. Derzeit liegen die hessischen Polizisten bei der Besoldung abgeschlagen auf dem vorletzten Tabellenplatz aller Bundesländer. Alle anderen Landesregierungen haben in diesen schwierigen Zeiten ihre Polizeibeamtinnen und Beamten in besonderem Maße wertgeschätzt, indem sie das Tarifergebnis 1:1 übertragen haben. In Hessen ist das Gegenteil eingetreten, meine Damen und Herren. Besser könnte man nicht zusammenfassen, wie die Stimmung in der Polizei derzeit ist. Aber dazu kein Wort des hessischen Innenministers. Aber wie haben Sie so schön in Ihrer Rede gesagt, ich bin froh über die Rahmenbedingungen rechtlicher, personeller und sachlicher Art, die wir seit 1999 kontinuierlich geschaffen haben und von denen die hessischen Sicherheitsbehörden noch heute profitieren. Vielleicht sollten Sie es statt profitieren lieber leiden sagen. Die CDU-geführte Landesregierung hat die Rahmenbedingungen bei der hessischen Polizei konsequent verschlechtert, meine Damen und Herren. Aber wissen Sie, Frau Kollegin Lannert, ich glaube, Sie werden gleich verstehen, oder vielleicht sollten Sie sich die Briefe der Polizeibeamtinnen und Beamten mal geben lassen, die gerade ihre Fraktion erreicht. Das sind nämlich inzwischen 250 Briefe, die ausgelöst durch die GdP-Aktion Ebelangs allen Fraktionen dieses Hauses zur Kenntnis gelangt sind. Aber ich habe den Eindruck, dass ein Teil dieses Hauses diese Briefe offenbar nicht wahrnimmt. Können Sie von mir haben. Herr Boddenberg, ich gebe Ihnen gleich einen Stapel mit. Ich schicke Ihnen das zu. Und damit Sie wissen, was da drin steht, Herr Kollege Boddenberg, zitiere ich einmal aus einigen dieser Briefe. Wissen Sie, Herr Boddenberg, ich glaube nicht, dass die GdP die Briefe ausschließlich an die SPD-Landtagsfraktion weitergeleitet hat. Na, wissen Sie, Herr Kollege Boddenberg, wenn Sie die nicht kennen, dann hören Sie mir halt jetzt zu. Ich werde aus Ihnen vorlesen. Geben Sie mir Zeit, damit ich die Herren zur Ruhe bringe. Wir rechnen die Zeit nicht an. Darf ich jetzt um Ruhe bitten? Hier spielt die Musik hier vorne, Herr Kollege Rudolph, Herr Boddenberg. Herr Bellino, hier vorne redet die Frau Kollegin Faeser. Nein, 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 nein. Ich meine das ausnahmsweise mal ernst. Bitte schön. Sie haben das Wort, Frau Faeser. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich zitiere aus diesen Briefen, Herr Boddenberg, damit Sie wissen, was da drin steht. Die Kolleginnen und Kollegen in Hessen sind mittlerweile zutiefst enttäuscht, stinksauer und fordern eine sofortige Umkehrung des Lohndiktats. Ein Weiter-so darf es nicht geben. Die Stimmung in der Truppe ist fast am Ende. Lediglich durch die Überzeugung, den richtigen Beruf gewählt zu haben, wird das Schiff am Fahren gehalten. Auffällig sind auch die Stellungnahmen unseres Innenministers Herrn Beuth, der immer wieder nur die hohen Einstellungszahlen und die Ausrüstung lobten, hervorhebt. Der Faktor Mensch wird überhaupt nicht erwähnt. Zurück zu den freien Tagen. Die gibt es kaum noch. Da muss man wirklich Glück haben. Die Dienstgruppen laufen auf Sparflamme durch Dauerkranke, Abordnung zu anderen Einheiten, Mehrbelastung durch Einsätze, Lehrgänge, um die neue Situation, in Klammern Terror, besser reagieren zu können. Das Leben mit der Familie beschränkt sich nur noch auf die Zeit zwischen Diensten und den nicht freien Tagen. Dabei wird immer wieder von unserer Regierung stolz präsentiert, dass Familie und Beruf großgeschrieben wird. Leider ist das schon lange nicht mehr so. Ein weiterer Brief. Was denken Sie, wie man sich fühlt, wenn man von einer Landtagsdebatte hört, bei der bekundet wird, dass die Polizeibeamten ja noch nicht am Hungertuch nagen? Was glauben Sie, wie es sich anfühlt, wenn der Innenminister wie ein Mantra wiederholt, dass ihm andere Zahlen als die tatsächliche Besoldungssituation vorliegen? Auch Ehrlichkeit gehört zur Wertschätzung. Ein weiterer Brief. Es kommt keine Wertschätzung an. Die Stimmung ist am Nullpunkt. Keine Karrierechancen, keine gerechte Besoldung im Vergleich mit anderen Bundesländern verlangt. 42-Stunden-Woche, jede Woche neue Überstunden, keine Zeit für Familie. Andere führen die freie Heilfürsorge ein. Hessen kürt uns die Beihilfe. Die Schilder familienfreundlicher Arbeitgeber im Präsidium können Sie getrost wieder abschrauben. Es verhöhnt diejenigen, die ihre Familien seit Monaten nur noch zwischen den Diensten sehen. Ihre Wertschätzung ist nicht annähernd angemessen. Dies wird immer mehr deutlich, da Sie über den aktuellen Zustand keinerlei Wissen haben und öffentlich kundtun, das sei alles tief zufriedenstellend. Meine Damen und Herren, das ist nur ein klitzekleiner Auszug
aus 250 Beschwerdebriefen, die alle Parteien erreicht haben. Nehmen Sie die Sorgen endlich auf und ändern Sie doch die Rahmenbedingungen bei der hessischen Polizei. Herr Bellino, die CDU-geführte Landesregierung hat zu verantworten, dass es die 42-Stunden-Woche gibt. Die CDU-Landesregierung hat zu verantworten, dass 1.200 Stellen zwischen 2004 und 2009 gestrichen wurden. Die CDU-geführte Landesregierung hat zu verantworten, dass bei der Beihilfe Geld gestrichen wurde. Die CDU-geführte Landesregierung hat zu verantworten, dass Urlaubs- und Weihnachtsgeld gestrichen bzw. gekürzt wurde. Und die CDU-geführte Landesregierung hat diese Besoldung zu verantworten. Sie stehen auf Platz 16 im Vergleich zu allen Bundesländern. Das ist ein Skandal. Wir fordern Sie zur Umkehr dieser Politik auf. Aber Sie rufen so schön rein. Ich sage Ihnen, was der absolute Gipfel ist, meine Damen und Herren. Der absolute Gipfel ist, wie die CDU-Landtagsfraktion mit der Kritik der Kolleginnen und Kollegen umgeht. Am Wochenende war auf Facebook zu lesen, sowohl bei der Deutschen Polizeigewerkschaft als auch bei der GdP. Ich darf das einmal vorlesen. Deutsche Polizeigewerkschaft Hessen. Sie wissen, das ist nicht gerade eine uns sehr nahestehende Organisation. Wir müssen mit Erstaunen feststellen, dass Kommentare zur Kriminalitätsstatistik auf der Facebook-Seite der CDU-Fraktion im Landtag gelöscht werden. Argumentation des Löschvorganges sind Verstöße gegen die Netiquette. Wir haben die Kommentare vor dem Löschvorgang gesehen oder sie danach zugesandt bekommen. Wir dürfen feststellen, dass diese Kommentare weder beleidigend noch sonstigen Inhalt haben, welche auch oder zum Sperren oder Löschen beitragen würden. Wir haben das Gefühl, dass die Fraktion mit einer kritischen, wahrheitsgemäßen Reaktion nicht umgehen kann. Die GdP dazu sagt Meinungsfreiheit auf Hessisch. Meine Damen und Herren, wie weit sind Sie denn gekommen, dass Sie Kritik nicht einmal mehr zulassen öffentlich? Herr Bellino, das können Sie alles nachlesen. Alles. Lesen Sie es doch, rufen Sie es doch auf. Rufen Sie die GdP-Facebook-Seite auf, rufen Sie die DPOLG-Seite Hessen auf. Und ich werde Ihnen einmal vorlesen, was Sie gelöscht haben, weil es nämlich auf der Facebook-Seite erneut von den Kollegen aufgeführt wurde. Ich zitiere: Natürlich, danke für mehr Gehalt, Kürzung der Beihilfe und 42-Stunden-Woche. Wow, super Erfolg und als Erfolgsprämie für die, die diese Leistung vollbracht haben. Riesige 1% Gehaltserhöhung bei aktueller Inflationsrate von 1,9%. Bitte auf der Zunge zergehen lassen. Das nenne ich einmal angemessene Wertschätzung und Anerkennung. Das löschen Sie von Ihrer Seite, meine Damen und Herren. Ich nenne das eine unglaubliche Einschränkung für Meinungsfreiheit von Polizeibeamtinnen und Beamten in diesem Bundesland. Meine Damen und Herren, zum Schluss meiner Rede möchte ich Sie eindringlich auffordern, nehmen Sie diese Sorgen der hessischen Polizeibeamtinnen und Beamten ernst. Sie könnten jetzt demnächst etwas sehr Sinnvolles tun, indem Sie, wenn das Tarifergebnis in Hessen da ist, es 1:1 auf die Beamtinnen und Beamten übertragen, Herr Kollege Rhein. Machen Sie doch eine 1:1-Übertragung, dann ist das auch ein Anteil der Wertschätzung, Herr Kollege, für die hessische Polizei. Ich verlängere Ihre Redezeit so, wenn Sie noch länger stören, noch weiter. Okay? Danke. Ich danke Herrn Rhein für die Weiterführung meiner Rede. Dann kann ich Ihnen nämlich noch sagen, dass wir nicht nur die 1:1-Anpassung der Besoldung an das Tarifergebnis in Hessen wollen. Wir wollen auch, dass die Polizeizulage wieder ruhegehaltsfähig wird. Und wir wollen, dass weiterhin Polizei eingestellt wird und auf die Fläche in den Präsidien, in den einzelnen Stationen vor Ort, in den ländlichen Gebieten verteilt wird, meine Damen und Herren. Und dann
Wenn Sie das alles getan haben, Herr Kollege Reif, dann steigt vielleicht auch die Motivation in der hessischen Polizei. Sie haben es in der Hand, etwas Wirkliches für die Wertschätzung der hessischen Polizeibeamtinnen und Beamten zu tun. Meine Damen und Herren, nächster Redner ist der Abg. Frömmrich für die Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Vielen Dank, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich habe der Rede der Kollegin Faeser sehr eindrücklich gelauscht und habe mich gefragt, bei all dem, was hier vorgetragen worden ist, was ist eigentlich der konzeptionelle Vorschlag der Sozialdemokratie im Bereich der inneren Sicherheit? Was ist eigentlich Ihr Vorschlag? Außer Allgemeinplätzen? Hat getroffen, offensichtlich. Hat getroffen. Außer Allgemeinplätzen, dem, was Sie sonst immer wiederholen, dem, was Sie immer wieder hier in allen Debatten erklären, mal konkret zu benennen. Mir würden ja schon fünf Beispiele reichen, an fünf Beispielen, wie Sie es denn anders machen würden, wenn Sie hier an der Regierung würden. Dazu sind Sie nicht in der Lage, auch nur einen einzigen Alternativvorschlag hier auf die Tagesordnung zu setzen, sondern Sie ergehen sich in Allgemeinplätzen und reden von Rahmenbedingungen, die geändert werden müssen. Und immer wenn man mit Ihnen konkret diskutiert, wissen Sie, was dabei herauskommt? Da kommt dabei heraus, dass Sie immer noch ein bisschen mehr von dem haben wollen, was Schwarz-Grün gerade beschlossen hat. Das ist die Alternative, die Sie uns anbieten, meine Damen und Herren. Wenn wir sagen, 1.000 mehr Polizeibeamte, dann sagen Sie, Sie wollen noch einmal 50 mehr. Wenn wir sagen, wir wollen eine bessere Schutzausstattung, dann sagen Sie, wir wollen noch ein bisschen mehr. Wenn wir sagen, wir wollen im Bereich Einbruch-Diebstahl mehr machen, dann sagen Sie, davon wollen wir auch noch ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr von dem, was Schwarz-Grün macht, ist zwar in Ordnung zu fordern, Frau Kollegin Faeser, ist aber kein eigenes Konzept für die innere Sicherheit, meine Damen und Herren. Ich finde, der Innenminister hat in der vergangenen Woche eindrückliche Zahlen für die Kriminalitätsstatistik vorgelegt. Die Zahlen, finde ich, sind sehr gut, sie sind erfreulich, und sie zeigen, dass wir hier in Hessen in einem sicheren Bundesland leben. Bin ich zu laut oder ist es meine Damen und Herren, ist ja, aber das ist ja dann immer nur ein Problem, wenn andere laut sind. Herr Kollege Frömmrich, hallo, ich will Ihnen helfen. Meine sehr verehrten Damen und Herren. Herr Kollege Frömmrich, ich will Ihnen helfen. Die Uhr steht. Augenblick noch. Meine Damen und Herren, auch wenn der eine Redner vorbei ist, haben die anderen kein Recht, jetzt weiterzureden. Hallo. Danke. Bitte schön. Meine sehr verehrten Damen und Herren, für diese guten Zahlen, die vorgelegt worden sind, trägt die Verantwortung die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten, die hier in Hessen qualifizierte und engagierte Arbeit gemacht haben. Dafür danken wir Ihnen ausdrücklich, meine Damen und Herren. 62,7% Aufklärungsquote, finde ich, ist eine gute Zahl, Frau Kollegin Faeser. Mit dieser Aufklärungsquote befinden wir uns im Ländervergleich im oberen Drittel. Das kann man doch einfach auch einmal positiv werten, ohne daran herumzukritisieren und zu kritteln. Und selbst, Frau Kollegin Faeser, wenn man sagt, die Aufklärungsquote ist ein Parameter, der nicht unbedingt der aussagekräftigste ist, weil man natürlich über Kontrolldelikte so etwas auch steuern kann, gibt es doch andere Parameter in der Kriminalstatistik, die wirklich sehr gute Hinweise geben. Ich sage einmal die Häufigkeitszahlen zum Beispiel. Das ist ein sehr guter Parameter.
der sagt, die Straftaten pro 100.000 Einwohner. Das zeigt, dass wir da in Hessen mit 6.672 Straftaten pro 100.000 Einwohner einen sehr guten Wert im oberen Drittel haben. Bayern z.B. 2015 6.350 Straftaten. Rheinland-Pfalz 6.818 Straftaten. Berlin beispielsweise, schauen Sie einmal, wer da regiert, 16.414 Straftaten. Hamburg, die Hansestadt Hamburg, 13.743. Sie sehen also, dass wir bei der Häufigkeit nicht nur bei der Aufklärungsquote, sondern auch bei der Häufigkeitszahl im oberen Drittel der Kriminalitätsstatistik liegen. Und da kann man doch einfach einmal sagen, dass man das gut findet, auch als Opposition. Meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr erfreulich sind auch die vom Innenminister vorgelegten Zahlen zum Wohnungseinbruchdiebstahl. Hier ist ein Rückgang der Fallzahlen zu beobachten, ein Minus von 1.190 Straftaten oder von minus 10,3 ist gerade bei dieser Deliktgruppe erfreulich, weil Wohnungseinbrüche die Menschen in ganz besonderer Art und Weise belasten. Das Eindringen von Straftätern in die eigene Wohnung traumatisiert. Gerade ältere Menschen fühlen sich nach derartigen Vorfällen in der eigenen Wohnung nicht mehr sicher. Wenn hier die Zahlen der Straftaten zurückgehen, ist es eine gute Entwicklung, und das kann man doch, finde ich, auch einmal positiv begleiten, Frau Kollegin Faeser. Noch einmal, die Fallzahlen gingen um 10,3 zurück. Die Aufklärungsquote ist fast auf gleichem Niveau geblieben. Die Versuchsquote ist gestiegen, also die versuchten Einbrüche bei 46,5. Dieser Wert zeigt, dass immer mehr Menschen ihr Eigentum besser schützen, dass Fenster, Türen und die Beleuchtung verbessert werden. Das ist aber auch und vielleicht auch sogar verstärkt der Präventionsarbeit der Polizei zu verdanken, meine Damen und Herren. 8.000 polizeiliche Beratungsgespräche in diesem Bereich zeigen offensichtlich Wirkung. Und ich finde, wenn diese Deliktform zurückgehen, kann man einfach sagen, dass man das positiv findet, auch als Opposition. Meine Damen und Herren, ich könnte mir vorstellen, dass wir hier auch noch weiteres Potenzial nach oben haben, beispielsweise durch eine verbesserte Zusammenarbeit der Wohnungswirtschaft, der Versicherer, der Medien und der Polizei. Die Erfahrungen zeigen, wenn die Einbrecher nicht schnell zu ihrem Ziel kommen, brechen sie den Einbruch ab und suchen ein vermeintlich leichteres Ziel. Oft reicht schon eine Verbesserung der Beleuchtungssituation, um Gebäude für Einbrecher unattraktiv zu machen. Deshalb ist Prävention hier ein wichtiges und probates Mittel. Die Zusammenarbeit über die Ländergrenzen, der Innenminister hat es gesagt, hat sich bewährt. Hessen, Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz arbeiten im Bereich Wohnungseinbruchsdiebstahl ganz besonders eng zusammen. Die Beamtinnen und Beamten, die in diesem Bereich arbeiten, arbeiten sehr erfolgreich. Die positiven Ansätze sind aber kein Grund für Entwarnung. Wir wissen, dass dass umherziehende Banden, die ihre Schwerpunkte relativ schnell verlagern, auch schnell wieder regional zu Problemen führen können. Deshalb muss die Zusammenarbeit über Ländergrenzen hinweg intensiviert werden. Und das gilt natürlich auch für die Länder Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Thüringen. Gerade im Bereich der Bundesautobahnen können wir da, glaube ich, noch mehr machen. Auch das, finde ich, ist ein Punkt, den wir in Angriff nehmen sollten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, erfreulich ist auch der Rückgang der Straßenkriminalität. Dieser Kriminalitätsbereich hat sich in den vergangenen 20 Jahren halbiert. Im Vergleich der letzten 10 Jahre hat die Straßenkriminalität um rund 20.000 Fälle abgenommen, also von 92.000 auf 72.000 Fälle rund. Die Aufklärungsquote auch in diesem Bereich ist konstant geblieben bei 20. Aber wir haben auch Entwicklungen, mit denen wir nicht zufrieden sein können und die uns Sorge bereiten. Die gestiegene Zahl z.B. der Übergriffe gegen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte muss uns mit Sorge betrachten. Die Zunahme der Zahl der Tatverdächtigen in den Gruppen 18 bis 21 Jahre, da müssen wir besser werden. Da müssen wir präventiv noch mehr Dinge aufsetzen. Die Übergriffe auf Asylunterkünfte, 71 Straftaten, die gegen Unterkünfte von Flüchtlingen gerichtet haben, das sind Übergriffe, da müssen wir stärker gegen vorgehen. Die können wir so nicht hinnehmen. Das ist einfach schändlich, und da müssen wir, glaube ich, das müssen wir, glaube ich, mit großer Sorge betrachten.
67 Fälle davon wurden der PKM rechts zugeordnet. Auch der Anstieg der Straftaten im PKM-Bereich rechts insgesamt müssen wir mit Sorge betrachten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wer Menschen angreift, die bei uns Schutz vor Krieg und Verfolgung suchen, muss mit allen rechtsstaatlichen Mitteln verfolgt und den Strafgerichten zugeführt werden. Das muss für uns alle ganz deutlich sein. Ich will aber auch sagen, dass die Kriminalität im Kontext Zuwanderer ein Punkt ist, der uns auch beschäftigen muss. Die Anzahl der Straftaten ohne aufenthaltsrechtliche Verstöße, bei denen Zuwanderer als Tatverdächtige ermittelt wurden, lag im Jahr 2016 bei 18.911 Fällen. Hauptbetroffene dieser Kriminalität waren übrigens Zuwanderer selbst. Das ist ein Punkt, der muss uns beschäftigen. Und wir sagen hier noch einmal ganz deutlich, wer bei uns Schutz und Aufnahme findet, hat sich an deutsche Gesetze zu halten. Das muss ganz deutlich gesagt werden. Die Kommentierung auch gerade von Kollegin Faeser der PKS hat mich schon einigermaßen verwundert. Außer dem schon seit Monaten vorgetragenen Punkten, zu denen ich gleich auch noch einige Ausführungen machen will, fällt der Opposition offensichtlich nichts ein. Ich frage mich schon, was der Satz in Ihrer Pressemitteilung, Sie haben es auch gerade noch einmal wiederholt, Frau Kollegin Faeser, was der Satz bedeuten soll, weil sich die Arbeitsbedingungen der Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten in den vergangenen Jahren kontinuierlich verschlechtert hat. Zitat zu Ende. Was meinen Sie genau damit? Die zusätzlichen Stellen für die Polizei, 1.110 Stellen bis 2020. Die 140 zusätzlichen Stellen aus dem Haushaltsplan 2015, die in 2018 zur Verfügung stehen. Die 100 zusätzlichen Stellen für die Wachpolizei zur Entlastung der Vollzugspolizei von Aufgaben wie Verkehrsüberwachung und Objektschutz. Ist das die Verschlechterung der Arbeitssituation der Polizei, die Sie meinen, Frau Kollegin Faeser? Oder die Verbesserung bei Dutz, die Einführung der Zulage für operative Einheiten, die Übernahme von Schmerzensgeldansprüchen, die zusätzlichen Beförderungsmöglichkeiten, 500 in 2016, 100 in 2017, 100 in 2018. Da können Sie doch nicht allen Ernstes sich hier hinstellen und davon reden, dass sich die Arbeitssituation der Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten kontinuierlich in diesem Bundesland verschlechtert. Das kann man wirklich nicht klarziehen. Oder meinen Sie vielleicht die technische Ausstattung? Selbst Andreas Grün, der GdP-Vorsitzende, sagt, technisch sind wir gut aufgestellt. Da ist richtig investiert worden, hieß eine Allgemeine vom 3.3.2016. Was meinen Sie, wenn Sie sagen, weil sich die Arbeitsbedingungen der Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten in den vergangenen Jahren kontinuierlich verschlechtert haben. Ich möchte einmal von Ihnen wissen, was konkret meinen Sie eigentlich damit und nicht dieses Rumfabulieren, was Sie permanent machen. Das Einzige, was ich erkennen kann, ist der Wunsch nach mehr von dem, was Schwarz-Grün sowieso schon macht. Das ist aber kein eigenes Konzept, das ist nach der Wursttheken-Methode, darf's ein bisschen mehr sein. Ich will aber noch einmal auf die PKS-Zahlen zurückkommen, bei aller Kritik, die von der Opposition hier vorgetragen worden ist. Irgendwas müssen wir doch in Hessen besser machen als andere, Frau Kollegin Faeser. Wenn wir doch in Hessen so miserabel sind, wir haben eine Aufklärungsquote, die lag 2015 bei 59,9%, die liegt in diesem Jahr bei 62,7%. Warum haben denn andere Polizeien, von denen Sie meinen, dass sie besser aufgestellt sind, wie Nordrhein-Westfalen oder Bremen oder Hamburg oder Berlin, warum haben die denn schlechtere Zahlen vorzuweisen? Also irgendwas müssen wir hier in Hessen offensichtlich besser machen. Und das sollten Sie doch einmal hier erklären, wie das denn zutage kommt, wenn wir so schlecht sind, was die Aufstellung, was die Ausstattung und das Personal angeht, warum wir denn so gute Zahlen hier in Hessen vorliegen können. Dafür möchte ich Sie einmal auffordern, dass Sie das hier vorne einmal erläutern. Ich will auch das Thema Überstunden noch einmal erwähnen, weil Sie das ja auch immer sagen. Das ist eine besondere Belastungssituation. Wir haben in Hessen 2,6 Millionen Überstunden. Das ist nicht gut. Das führt zu besonderen Belastungen für die Beamtinnen und Beamten. Da müssen wir dringend von weg. Das ist überhaupt gar keine Frage. Aber das ist kein Alleinstellungsmerkmal für Hessen.
21 Millionen Überstunden bei der Polizei der Länder und des Bundes. In 13 Bundesländern, Frau Kollegin Faeser, regiert die SPD mit. Sind Sie in Regierungsverantwortung? Im Bund sind Sie auch in Regierungsverantwortung. Noch einmal, dann müssen Sie doch einmal erklären, wenn das in Hessen alles so schlecht ist, warum da, wo Sie Verantwortung tragen, wo Sie die Innenminister stellen, die Überstundenberge genauso sind. Frau Kollegin Faeser, das ist doch kein Alleinstellungsmerkmal von Hessen. Das müssten Sie vielleicht auch einmal erklären. Und ich biete Ihnen das gerne an. Ich habe das schon einmal gemacht. Wir können ja einmal eine Reise durch die Bundesländer machen und können uns einmal anschauen, wie die Ausstattungssituation in anderen Bundesländern ist, wie die technische Ausstattung ist, wie die räumliche Ausstattung ist. Ich glaube, da kann sich Hessen nicht verstecken. Da muss sich Hessen nicht verstecken. Da sind wir sehr gut aufgestellt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und noch ein Zitat, was die Ausstattung angeht, ich finde, das muss man einfach machen, weil es bietet sich einfach an. Ich will das einmal tun, der Berliner Morgen. Und da frage ich mich wirklich, wie Sie sich hier hinstellen können und die Ausstattungssituation hessischer Polizeien kritisieren können. Berliner Polizei kauft alte Pistolen in Schleswig-Holstein. Die Berliner Polizei will ihren Bestand an Schusswaffen auffüllen. Die Behörde will aber dafür keine Neuwaffen kaufen, sondern gebrauchte und ausgemusterte Pistolen der Polizei in Schleswig-Holstein. Zitat zu Ende. Und Sie wollen sich wirklich hier hinstellen und wollen uns Ratschläge geben, wie man die hessische Polizei besser ausstattet. Das ist geradezu abenteuerlich, Frau Kollegin Faeser. Da wird die Schusswaffe zur Eigensicherung für die Berliner Polizei auf der Resterampe in Schleswig-Holstein besorgt, und Sie wollen uns erzählen, wie man technische Ausstattung der Polizei verbessert. Ich glaube, nahezu abenteuerlich. Ich will einmal etwas dazu sagen. Im Jahr 2017 stehen rund 51 Millionen € zur Verfügung, um die technische Ausstattung in den Bereich Fuhrpark, Dienst- und Schutzbekleidung, Liegenschaften, Dienstzimmer, Dienstwaffen, Dienstfunk, also Digitalfunk, Telekommunikationsüberwachung und sonstige technische und kriminaltechnische Ausstattung zu modernisieren. Im Vergleich zum Vorjahr sind es 9,2 Millionen € an zusätzlichen Mitteln, die die Landesregierung in eine professionelle Polizeiarbeit investiert. Und dann stellen Sie sich hier hin, Frau Kollegin Faeser, und behaupten allen Ernstes, dass sich die Arbeitsbedingungen der hessischen Polizei laufend verschlechtern. Das ist wirklich absurd, was Sie hier tun, liebe Kollegin Faeser. Und auch bei der Bezahlung verstehe ich Ihre Argumente nicht. Das sollten Sie vielleicht schon einmal erläutern. Sie beziehen sich auf eine Tabelle, die die GdP herausgegeben hat. Es ist überhaupt nicht ersichtlich, auf welcher Grundlage diese Tabelle fußt. Diese Tabelle beinhaltet Zahlen, die gar nicht miteinander vergleichbar sind. Da wird zum Beispiel das von Ihnen genommene Beispiel, dass der Bund in der A9 so viel besser sei in Größenordnung von 400 €, kommt dadurch zum Großteil zustande, dass bei der Bundesbesoldung in der Grundvergütung sozusagen die Zulagen inbegriffen sind, bei uns in Hessen die Zulagen hinten drauf kommen, die sind aber nicht Bestandteil dieser Tabelle. Also, wenn die Argumente so schlecht sind, dass Sie sozusagen gefakte Tabellen hier benutzen müssen, dann sind Ihre Argumente offensichtlich nicht wirklich gut, Frau Kollegin Faeser. Dann sind sie wirklich nicht wirklich gut. Aber auch die anderen Parameter können wir gerne einmal vergleichen. Ich glaube, Sie sollten sich das schon einmal genauer anschauen, Frau Kollegin Faeser, was die Frage des Erreichens der Endstufen angeht, was die Frage des Dienstalters und anderer Geschichten angeht. Da sollten Sie vielleicht einmal genau gucken. Weil die Zeit zu Ende geht, will ich mit Ihnen aber noch einmal die A9 diskutieren, wenn Sie mir Ihr Ohr schenken. Sie vergleichen die A9 mit der A9 im Bund, vergessen dabei aber zu sagen, dass 60% der Polizeibeamten im Bund diese A9 überhaupt gar nicht erreichen, sondern höchstens am Ende ihres Erwerbslebens. Die sind nämlich im mittleren Dienst. Die sind im mittleren Dienst, Frau Kollegin Faeser. Die fangen mit der A7 an, und die gehen höchstens in Pension mit der A9. Und Sie stellen sich hin und vergleichen die A9
fiktiv, die der Beamte zu 60% im Bund gar nicht kriegt, mit der A9, die wir hier in Hessen vom ersten Tag seiner Einstellung haben. Es ist geradezu absurd, diesen Vergleich herbeizuziehen, meine Damen und Herren. Es ist geradezu absurd. Und auch die anderen, die Sie anführen. Ich will Ihnen das einmal sagen, wie sich das verhält. Wie sich das verhält mit der Vergütung. Baden-Württemberg, 38,5% der Beamten in Baden-Württemberg, Polizeibeamten, sind im mittleren Dienst, also fangen mit der A7 an. 29,98% in Bayern, mittlerer Dienst. Berlin, 20%, mittlerer Dienst. Mecklenburg-Vorpommern, 48,8%, mittlerer Dienst. Sachsen, 61,5%, mittlerer Dienst. Schleswig-Holstein, fast 40%, mittlerer Dienst. Thüringen, 63%, mittlerer Dienst. Und Sie stellen sich hierhin, vergleichen eine A9, die diese Beamten gar nicht bekommen, mit einer A9 in Hessen, die dieser Beamte vom ersten Tag, wenn er bei uns in Dienst gestellt wird, bekommt. Das ist geradezu absurd. Sie bringen die Leute auf die Palme und beschweren sich nachher darüber, dass die Leute Ihnen E-Mails schreiben, liebe Frau Kollegin Faeser. Und noch ein Punkt. Bei uns sind 13% der Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten in der A9, 60% aber in der A10. 18% sind bei uns sogar in der A11. Also ein Zustand, der im Bereich der Besoldung des Bundes überhaupt gar nicht zum Tragen kommt, weil da 60% im Bereich des mittleren Dienstes sind. Und hier zu vergleichen und den Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten in Hessen zu sagen, guckt euch einmal an, wie schlecht in Hessen bezahlt wird, der Bund bezahlt viel besser, das ist wirklich Rosttäuscherei, Frau Kollegin Faeser. Das Geschäft. Kollege Frömmrich, Sie müssen langsam zum Schluss kommen. Langsam heißt in dem Fall ein bisschen schneller, bitte. Das ist sehr freundlich, Herr Präsident, für diese nette Aufforderung. Ich will auch sofort zum Schluss kommen. Ich finde, Opposition muss kritisieren. Opposition muss eigene Vorschläge in die Debatte bringen. Das machen Sie aber nicht. Sie sollten aber vielleicht auch einmal mit Zahlen und mit Fakten operieren, die man auch nachvollziehen kann. Ich finde, die Art und Weise, wie Sie hier vorgehen, nämlich die Menschen erst auf den Baum zu jagen und sich dann unter den Baum zu stellen und zu beklagen, dass so viele auf dem Baum sind, das ist eine Art und Weise der Auseinandersetzung, Frau Kollegin Faeser. Ich glaube, die trägt nicht.